Die Braunkohle wird zunächst getrocknet und gemahlen. Mit heißer Luft wird der getrocknete Kohlenstaub in den Kessel geblasen und angezündet. Im Kessel verbrennt er bei Temperaturen um 1300 Grad. Mit der dabei entstehenden Wärme wird so lange Wasser in Rohren erhitzt, bis es verdampft. Der hohe Druck des Wasserdampfes treibt die Schaufeln einer Turbine an. Und mit den Turbinenschaufeln dreht sich automatisch die Welle in deren Mitte. Mit dieser Bewegungsenergie treibt die Turbine den Generator an. Und in dem Generator wird der Strom erzeugt. Im Grunde funktioniert der Generator wie ein Fahrraddynamo. Nachdem der Dampf seine Arbeit verrichtet hat, strömt er zum Kondensator. Der wandelt den Dampf zurück in heißes Wasser. Durch Leitungen gelangt das Kühlwasser zum Kühlturm. Dort wird es wieder auf niedrigere Temperaturen gebracht. Dabei verdunstet ein Teil des Wassers. Hierdurch entstehen die typischen Wolken über den Türmen. Reststoffe der Verbrennung sind Asche, Staub und Gase. Stickoxide, Kohlendioxid und Schwefeldioxid. Die sollten nicht in die Umwelt gelangen. Deswegen werden Staub- und Rauchgase gefiltert und gereinigt. In der Rauchgasentschwefelungsanlage der REA werden die Rauchgase mit in Wasser gelöstem Kalk besprüht. Diese Kalkmilch bindet das Schwefeldioxid. Daraus wird Gips, den man beim Bauen gebrauchen kann. So entsteht Strom aus Braunkohle. Über 43% der Energie, die in der Kohle steckt, wandelt das Kraftwerk in Strom.